Ja, schönen guten Tag zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute wollen wir uns, wie schon zugegebenermaßen in manchen Folgen davor, mal mit so der Regulierung im Kryptobereich beschäftigen, die für jeden, der ein Geschäftsmodell in diesem Bereich betreibt, hier sehr relevant ist. Ich, wie gesagt, als Rechtsanwalt berate ich dazu, kriege jede Woche da Anfragen zu verschiedenen Themen rund um die Regulierung. Und heute wollen wir mal ein bisschen dann ketzerisch die Frage stellen, ob es nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann im Kryptobereich eine Über-den-Regulierung gibt oder ob es vielleicht aktuell noch keine gibt, aber die zu befürchten steht, weil es immer neue Verordnungen gibt, dann die MiCA, die Kryptowertetransferverordnung auf Deutschland dann Ebene, die dazu führt, dass gewisse Geschäftsmodelle rund um die Blockchain im Finanzbereich zwar nicht direkt verboten werden, aber so stark reguliert werden, dass sie hier dann faktisch am Markt nicht mehr dann angeboten werden können. Da gibt es jetzt ganz verschiedene Themen. Ja, ich würde jetzt einfach mal mit einem starten, würde das mal dann aufgreifen hier und bin dann gespannt, was die Kollegen dazu sagen. Ich hatte auf mit der Konferenz, die wir in einer anderen Folge besprochen haben, eine ganz spannende Diskussion mit einer Person, den Namen will ich jetzt nicht dann nennen. Und da ging es so ein bisschen um die Frage Stablecoins versus Kryptowährung. Und dann habe dann ich ihm beschrieben, dass die Europäische Union plant, mit der MiCA die Stablecoins sehr streng dann zu regulieren, viel strenger zu regulieren als die Krypto dann Währung. Und der hat es überhaupt nicht hier verstanden. Er hat die ganze Zeit gesagt, wieso wird denn ein Stablecoin strenger dann reguliert als eine Kryptowährung? Eine Kryptowährung ist doch viel dann volatiler und für den Anleger im Zweifel viel riskanter als dann ein Stablecoin, der an den Euro gebunden ist oder an so dann den Dollar gebunden ist, der gar nicht so Schwankungen hat. Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, naja, die Staaten haben ein bisschen die Befürchtung wegen ihrem Geldmonopol, dass ihnen das von den Stablecoins in irgendeiner Art und Weise streitig gemacht wird. Aber das war jemand, der zum Beispiel in diesem Bereich dann wieder Stablecoins ein Geschäftsmodell aufbauen will und jetzt eben durch die MiCA, die Verordnung, die geplant ist auf europäischer Ebene zur Regulierung der Kryptowerte, ich befürchte, dass er dann in Zukunft sein Geschäftsmodell nicht mehr wahrnehmen kann. Und fairerweise kann man ihm die Angst auch so nicht nehmen, weil wenn man jetzt in den aktuellen hier Entwurf reinschaut von der MiCA, ist glaube ich, ja die aktuellste Version ist, dann ist ja 2 Wochen alten etwa, steht zu befürchten, dass die Stablecoins derart streng reguliert werden, dass es eben zu einem faktischen Verbot führt von Stablecoins in der Europäischen Union. Jetzt kann man immer noch sagen, naja, ist alles irgendwie digital, dann fließt es über irgendwelche anderen Länder. Aber so einfach ist es dann auch nicht, insbesondere weil dann natürlich Unternehmen, die in Europa sind, keine Geschäfte damit machen wollen und eher auch keine Geschäftspartner mehr finden wird, wenn hier die Stablecoins zu streng reguliert sind. Ja, und da würde ich jetzt mal an einen von euch übergeben, an den Philipp gern zunächst und mal generell die Frage stellen, befürchtest du die Überregulierung? Und wenn ja oder wenn nein, wie siehst du das jetzt im Konkreten dann auf die Stablecoins bezogen, Philipp? Ja, also ich würde es gerne nicht nur auf die Stablecoins bezogen, aber das ist generell eigentlich eine ganz spannende Diskussion. Also ich habe gestern Abend noch mit einer Professorin telefoniert, die im DeFi-Bereich unglaublich gut ist, und die sieht es halt auch so, dass sie hat immer von Attacks gesprochen. Ja, also quasi der Staat, das System, das Establishment macht Attacks auf das Kryptoökosystem. Und ich möchte es besser jetzt nicht übersetzen, aber da ist natürlich schon was dran. Also wir hatten das damalige Proof of Work Ban, also das war ja quasi, das las sich relativ harmlos im Gesetz. Da stand quasi so Pi mal Daumen drin, dass Kryptowährungen, sofern sie des Proof of Work Konsensmechanismus unterliegen, dass die dann von Finanzdienstleistern nicht mehr angefasst werden dürfen, so sinngemäß. Was ist denn das faktisch? Ist es ein Bitcoin-Verbot, ja, weil eben dann die Börse Stuttgart, Coinbase, andere den Bitcoin aus dem Programm hätten nehmen dürfen. Ethereum, Chainlink, alles Mögliche bleibt noch drin. Bitcoin muss raus. Und das, was mich da an diesem, es kam ja nicht, ja, darf man nicht
falsch jetzt darstellen, sondern es kam ja nicht und das ist auch gut so, weil dadurch eigentlich umgedrehterweise der Bitcoin diese Hürde genommen hat. Das ist eigentlich positiv, weil der damit nochmal eine Nummer mehr bulletproof geworden ist, zumindest was diesen kleinen Aspekt angeht. Es ist aber auch gut, dass er nicht gekommen ist, weil so ein Thema halt relativ schnell auch über die Grenze schwappt und dann fragen sich die Amerikaner so, sollen wir es vielleicht auch machen und andere Länder eben auch. Deswegen, das war schon wirklich richtig so. Was mich aber wirklich ärgert, ist eben, dass die MiCA als Regulierung eigentlich ja gut gemacht ist und gut gemeint ist, ist ja auch schon seit 3 Jahren im Programm, wurde auch gestartet mit tollen Visionen und Planungen und Strategien, Europa wird Kryptostandard und Tokenökonomie und so weiter und so fort. Und was passiert dann? Am Freitagabend, nachdem alle Leute schon zu Hause sind, die Woche überstanden haben, kommt so ein Sätzchen noch als Vorschlag in das Dokument für eine Abstimmung, die am folgenden Montag ist, sodass quasi auch eine potenzielle Gegenwehr via Medien, die quasi jetzt pro Krypto sind oder auch Verbände oder sowas, dass ich eigentlich faktisch gar keine Gegenwehr formieren kann gegen so ein Hammerverbot wie das Bitcoin. Und wenn man schon eine tolle Strategie macht, dann müssen solche Grundlinien, will ich den Bitcoin oder will ich ihn nicht, die muss ich am Anfang austüfteln und nicht am Freitagabend, wenn alle Leute im Wochenende sind und hoffentlich meldet sich keiner und hoffentlich merkt man es nicht, damit es irgendwie so Pi mal Daumen am Montag durchrutscht. Also sorry, das ist wie eine Bananenrepublik. Also so kann man keine Politik machen. Und dass das dann gerade in der Kryptowelt auf Abstimmung stößt, sowohl inhaltlich wie auch prozessual, ist aus meiner Sicht sonnenklar. Und dass dann dadurch auch das potenzielle Vertrauen in die Politik leidet, ist auch sonnenklar. Es sind ja nicht irgendwelche Doofis, sondern es sind immerhin schlaue Techies, die hier Systeme aufbauen, wie andere es gar nicht können. Also das ist irgendwo schon ein gutes Publikum. Und das hat mich hier prozessual also wirklich extremst geärgert. Unhosted Wallet machen wir gleich, aber Simon, du bist ja kaum zu bremsen. Du musst jetzt auch dringend was sagen. Ja, ist richtig, ist richtig. Auch nicht nur zu den Stablecoins, sondern auch tatsächlich zu den Bands, die da mit dabei waren. Nein, also ich bin ja generell nicht so, dass ich sage, Regulatorik ist scheiße. Ne? Also Regulatorik hat einen guten Grund und kann sogar ein Wettbewerbsvorteil sein. Ja, manchmal ist es ein Nachteil, um schnell Sachen umzusetzen, aber es gibt auch Sicherheit. Das ist der große Vorteil von Regulatorik ist, es schafft Sicherheit und es schafft Klarheit und Vertrauen. Genau das haben diese ganzen Maßnahmen, die jetzt da diskutiert wurden, nicht geschaffen. Ja, und das wäre so mein Hauptkritikpunkt. Ich bin bei dir, Philipp, komplett. Man kann über den Inhalt diskutieren, da kann man auch einer Meinung oder einer anderen Meinung sein. Prozessual, ne, ist das eine Katastrophe, was da ablief. Ja, weil wir diskutieren monatelang, ja, über die MiCA und dann rutscht plötzlich irgendwas mit rein. Ja, und wird irgendwie mal schnell noch mit reingegeben, so nach dem Motto. Das ist das Gegenteil von man schafft Sicherheit. Das schafft ja Unsicherheit und Misstrauen gegenüber dem regulatorischen Standort Europa. Und also fernab der inhaltlichen Bewertung ist das eine Katastrophe für den europäischen Standort für Krypto. Ja, wenn man Angst haben muss, dass irgendwelche Fraktionen, kann man auch benennen, also so mit vorne dran die Linken in Europa, ja, also mit Schwachsinnsargumenten in letzter Sekunde da Dinge reinverhandeln wollen, die Unsicherheit schaffen, ja, also das geht nicht, weil ich rede hier nicht nur von Unsicherheit irgendwie in einem abstrakten Sinn, sondern ganz konkret, du machst Geschäftsmodelle von Firmen, egal ob ich die jetzt gut finde, die Geschäftsmodelle oder nicht, aber die machst du so zunichte über Nacht. Ja. Und das ist eine Frechheit. Also, das ohne da eben auch einen öffentlichen Prozess zu haben in der Hinsicht, sondern im Hintergrund wird eine Klausel mal reingeschmuggelt, die eben, so wie du es auch gesagt hast, Philipp, mal ganz nett klingt und de facto aber Geschäftsmodelle von ganzen Firmen irgendwie über Nacht zerstört, die Mitarbeiter anstellen, ja, die versuchen, was aufzubauen, die Geld einsammeln. Und man macht es alles kaputt, ohne irgendwie mal darüber einen öffentlichen Prozess laufen zu lassen. Also das ist wirklich eine Katastrophe. Und eine zweite Frechheit in dem Zusammenhang ist aus meiner Sicht, dass man Regulatoriken versucht aufzusetzen mit der Intention einer First-Order-Konsequenz, ja, einer unmittelbaren Konsequenz einer Regulatorik.
und nicht imstande ist, also wirklich nicht imstande ist, na, die Leute, die abstimmen oder die es entworfen haben aus den teilweise Fraktionen des Europäischen Parlaments, die waren offensichtlich nicht imstande, die Secondary Order Consequences zu bedenken. Und das ist auch etwas, was Regulatorik ja gerade schaffen soll. Na, nicht nur First Order Consequences, sondern eben Secondary Order Consequences zu bedenken. Und das ist komplett misslungen. Also komplett misslungen. Man hat Sachen reinformuliert, wo man aufgrund mangelnden Sachverstands, ich möchte es hier wirklich mal so konkret nennen, mangelnden Sachverstands nicht verstanden hat, was es in der zweiten Wirkung auslöst. Das wäre so, wie wenn wir Finanzmarktregulatorik im klassischen Bereich machen und irgendwelche Sachen in Basel festlegen, die dazu führen, dass Banken so de facto gar keine Kredite mehr vergeben können. Also man würde einfach über Nacht, über eine Klausel, Kreditgeschäft für Banken irgendwie kaputt machen. Ja, weil man es nicht versteht. Ja, und ähnliche Tendenzen sieht man ja auch im Kleinen, ehrlich gesagt. Ja, nicht so entscheidend jetzt wie bei sowas wie einem de facto Proof-of-Work-Ban, aber sowas auch schon wie, dass ein Basel-Committee einen 12,5-fachen Hebelsatz auf Einlagerung, ja, Einlagensicherung quasi für Krypto definiert. Das bedeutet halt einfach, ich gebe mal ein Beispiel, wenn wir als Bank, ja, einen Kryptofonds kaufen oder oder Krypto ins eigene Buch nehmen, müssen wir dafür nicht 12,5%, sondern das 12,5-fache an Risk-Weighted Assets vorhalten. Ja, das sind Einlagen, die man sozusagen halten muss für Risikokapital. Das heißt aber einfach de facto, wenn wir irgendwie jetzt 10 Millionen als Bank in Bitcoin investieren möchten, ne, und das so muss progressiv muss ja eine Bank erstmal sein, mal theoretisch gesagt, dann müssten wir 125 Millionen Risk-Weighted Assets halten, um Krypto sozusagen in Höhe von 10 Millionen auf der Bilanz zu halten. Setzen wir nur ein Beispiel. Das ist unschön, ist nicht dramatisch. Wenn ich das bei anderen Geschäftsbereichen machen würde, dann würden die einfach nicht funktionieren. Ja? Aber das ist mal ein Beispiel, eben Secondary Order Consequences. Und das haben wir hier noch viel stärker eben mit, ich möchte energiefreundlich sein und de facto mache ich die Industrie tot. Ja? Dann habe ich kein Energieproblem mehr, weil ich habe auch keine Industrie mehr. Ja? Aber wenn wir das in allen Bereichen irgendwie als regulatorischen Daumenansatz machen, dann hocken wir uns alle in die Höhle. Ja, und mummeln uns ein und kaufen nichts und verbrauchen nichts, weil dann haben wir auch keinen Energieverbrauch. Ja, also das sehe ich teilweise schon ähnlich, wobei man muss wirklich genau sagen, also Simon, ich stimme dir dazu, aber das ist die europäische Ebene, gell? Also dort sitzt zu wenig Sachverstand und dort wird am Freitagabend ein hammerhartes Halbsätzchen einformuliert, was das ganze Krypto-Ökosystem wirklich hat, fast schon, ja gut, verletzt oder vielleicht auch zerstört hätte, weiß man nicht. Das ist die europäische Ebene. Und deswegen muss man da wirklich auch abgrenzen, dass in Deutschland wirklich gute Regulierung gemacht wurde und auch die Lobbyismus via Verbände und so weiter gut funktioniert hat. Das heißt, was wir hier besprechen, ist die europäische Ebene, nicht unbedingt die deutsche Ebene. Ich glaube, ganz im Gegenteil, Deutschland wird gelobt dafür, dass in dem Kryptowährungsbereich inklusive Bitcoin und so weiter Rechtssicherheit gegeben ist. Das führt dazu, dass sogar amerikanische Großbanken Deutschland zum Testmarkt innerhalb der EU machen, wegen der guten Regulierung in Deutschland, also erzeugt von der Bundesregierung, aber federführend natürlich Finanzministerium und BaFin. Das muss man da nochmal sagen zur Abgrenzung, damit es nicht zu pauschal genommen wird. Ansonsten stimme ich dir aber recht. Und dann die Unhosted Wallet-Geschichte müssen wir natürlich jetzt auch noch diskutieren, wurde auch vor kurzem verhandelt und besprochen. Da geht es darum, dass eingehende Transfers auf einer Kryptobörse von einem unbekannten Wallet nicht angenommen werden dürfen oder andersrum nur dann angenommen dürfen, wenn Identitätsdaten und Autorisierungen vorliegen und so weiter und so fort. Ja, also so ganz grob geschrieben der Rechts.
Anwalt müsste das hier noch nachher aufklären, da geht es weiter ins Detail. Und wozu führt es, dass letztendlich dadurch eigentlich in der Konsequenz unhosted Wallets verboten werden würden, indirekt, weil es einfach keinen Sinn macht, die zu unterhalten. Was hat es dann wiederum zur Konsequenz, dass wir eine riesengroße Konzentration haben von großen Kryptofirmen, Coinbase und so weiter und so fort, die quasi das Geschäft an sich ziehen. Startups würden darunter wahrscheinlich zu leiden haben. Und jetzt aber das Hauptproblem, was ich da sehe, ist Folgendes. Wir haben schon immer wieder gesehen, dass Hackerangriffe stattgefunden haben. Dass Ledger zum Beispiel, ja, Ledger ist ein Anbieter von USB-Sticks, die quasi Wallets sind. Und es gab mal einen Hackerangriff. Seitdem kann man 800.000 oder mehr oder weniger Kundendaten finden von Leuten, die ein USB-Wallet gekauft haben von Ledger. Das heißt, wer diese Liste findet, die gibt es im Internet frei verfügbar, ein bisschen googeln, dann hat man die. Habe ich Adresslisten von Leuten, die offenbar Bitcoins halten, mit einer Wahrscheinlichkeit X, weil die Leute dieses Hardware-Wallet gekauft haben. Das heißt, das sind Leute, die sind faktisch in Gefahr, das ist deren physische Adresse mit Google Maps auffindbar. Ein krimineller Mensch geht dorthin, vielleicht hat die Person eine Familie und ein Kind und zack, gibt es riesengroße Probleme. Und zwar nicht einmal, zweimal, sondern tausendfach. Warum? Weil Hacker halt diese Daten erbeutet haben. Wenn ich jetzt quasi das noch weiter verbinde mit den unhosted Wallets, dann ist nicht mehr nur noch die Adresse von vermeintlichen Bitcoin-Besitzern bekannt, sondern auch noch deren Bestände und deren Transaktionen über die letzten Jahre in dem gesamten Transaktionsgeflecht, vor allem was die DeFi-Leute und die NFT-Leute gemacht haben. Das heißt, diese Spalte, also wirklich bildlich gesprochen, diese Spalte von einem Hacker, wo die Adressdaten drinstehen, wird noch ergänzt um die Wallet-Adresse und faktisch einen Eurobetrag bildlich gesprochen, wo draufsteht Max Müller 10 Millionen, Max Meyer 80.000 Euro und so weiter und so fort. Das ist für kriminelle Leute, die Leute erpressen wollen, die wissen dann ganz genau, wo in Europa sitzt Geld, in welcher Wohnung, wo ist die Familie, wo ist das Kind und die Leute leben plötzlich in Gefahr. Und deswegen ist es, das ist eben genau diese Second-Order-Konsequenz, Simon, die nicht bedacht wird, wenn man eben solche Honeypots von Data schafft. Früher waren irgendwelche Mailing-Newsletter-Listen und so weiter, das konnte man ja noch verkraften, da kriegt man halt mal eine E-Mail zu viel, die landet im Spam, wird von Google aussortiert. Aber hier geht es eben faktisch um Geld, um mehr und damit auch um die Sicherheit der Leute, die durch potenzielle Hackerangriffe und Honeypots ganz krass in Gefahr gebracht wird. Und das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wenn man dann im Blick hat, wie Datenschutz in der Europäischen Union hervorgehoben wird. Es geht um Datensparsamkeit und aufpassen, wo welche Daten hinfließen und Daten dürfen hier nicht und Daten dort nicht und so weiter. Hier was zu unterschreiben und dort wieder ein Formular zum Abhaken. Wir kennen es ja alle. Und dann erzeuge ich solche Honeypots, die wirklich punktuell tausende Menschen und deren Familien in Gefahr bringen können, weil ich per Google Maps genau weiß, die Nägelchen, wo sitzt Geld her. Das finde ich ein absolutes No-Go. Und nächster Punkt ist, und das wird halt alles nicht bedacht, weil die Politiker in dieser Sphäre nicht denken und weil sie eben auch soweit nicht instruiert wurden, das Thema zu verstehen. Und auch noch, das dann der letzte Punkt dazu ist, es geht ja gar nicht nur um Bitcoin, ganz im Gegenteil, wer Bitcoin hodelt, der macht eine einzige Transaktion, wartet ab, der ist durch diese ganze Regulierung nicht so sehr im Risiko. Aber die Leute, die DeFi-Transaktionen machen, das ist ein irre innovativer Bereich, sind hier betroffen. Aber auch die NFT-Leute, plötzlich weiß ich, wer steckt potenziell hinter welchem NFT? Welche Bildchen sieht er an? Das ist wirklich der perfekte, gläserne Mensch, wenn ich weiß, Person A hat einen Affen gekauft oder Person B eine nackte Frau oder sowas. Ja, das geht nicht. Ja, und jetzt nochmal weiter. Es gibt durchaus eine realistische Chance, aber es ist auch nicht sicher, dass das Metaverse Blockchain-basiert sich entwickeln wird mit allen möglichen Tokens für alle möglichen Schuhe und Bildchen und Tokens und Werte und so weiter, also digitale Räume. Wozu brauchen wir das Metaverse? Ich bin ja der Meinung, das Metaverse wird sehr viel Sinn machen für die Bereiche Entertainment, also quasi die nächste Version von Netflix oder auch Kommunikation, das wäre die nächste Version von Zoom in 5 Jahren und so weiter. Und all diese Geschäftsmodelle, die im Metaverse gebaut werden, werden mit einer Wahrscheinlichkeit X, ich glaube ja daran, auf Token basieren. Das heißt, das betrifft die Firmen und die Personen. Das heißt, wenn diese Unhosted Wallet-Geschichte mit diesem Datensammelwahn so durchgeht, dann würden damit alle Bewohner oder Leute, die sich in dem Metaverse in Zukunft aufhalten, wirklich restlos eingefangen und identifiziert werden können. Das heißt, du kannst dich dann in diesem digitalen Raum nicht mehr frei
aufhalten, weil eben letztendlich im Hintergrund potenziell deine Identität über diese Token-Geschichten getrackt werden. Also das klingt vielleicht jetzt auch alles sehr weit hergeholt. Ich persönlich glaube, dass es nicht so weit weg ist. Das ist halt die Second Order, von mir so Third Order Konsequenz, aber die wurde definitiv nicht beachtet und es ist aus meiner Sicht grandios fahrlässig, wie Leute derart uninformiert solche fatalistischen Entscheidungen treffen können. Ja, Philipp, also da kann ich dir bei fast allem nur zustimmen. Den Fall, den du jetzt beschreibst, den könnten wir mal genauer besprechen. Der ist mir jetzt so in dieser Tragweite, sage ich mal, war mir noch dann hier wirklich dann hier so nicht bekannt, dass man wirklich als hier dann irgendwie Dritter, ja, hier vollständig auch so dann hier die Daten irgendwie zugreifen kann von einer Person. Ich meine, dass das irgendwie Strafverfolgungsbehörden oder die BaFin auch im Zweifel können, irgendwie muss, ist klar. Ja, dass das aber auch für Dritte so einfach geht, das war mir ja dann nicht klar, aber das können wir hier auch noch mal besprechen. Ja, ich hätte also noch, im Falle von Hackerangriff, nicht, dass es missverstanden wird. Gell? Okay, aber nicht nur Hackerangriff, da hätte ich eine Ergänzung. Okay. Ich votiere auch dafür, dass wir dazu mal eine separate Folge machen. Ein ganz interessanter Aspekt ist hier nämlich die technische Weiterentwicklung und dass wir bei Public Blockchains ja de facto verschlüsselte Daten schon im Jetzt verteilen, in der Hoffnung, dass sie für immer verschlüsselt bleiben. Und das muss nicht der Fall sein. Wer sich heute einen Abzug von der Public Chain sieht, ne, der holt sich teilweise verschlüsselte Daten, die wir in Zukunft vielleicht entschlüsseln können. Also es ist ein riesen Buzzword mit Quantum Computing, aber was halt einfach ein Faktum ist, ist, dass asymmetrische Verschlüsselungsmechanismen, die wir heute nutzen, durch reifere Quantencomputer sehr schnell geknackt werden können. Und wenn ich dann personenbezogene Daten auf einer Chain habe, dann sind die in Zukunft lesbar. Und es ist scheißegal, ob ich das in 100 Jahren habe oder nicht. In 100 Jahren ist vielleicht wurscht, weil dann bin ich tot. Ne? Aber der Punkt ist, wenn das in 10 Jahren ist, und es ist wahrscheinlicher, dass es in 10 als in 100 Jahren ist, dann sind personenbezogene Daten von mir für jeden öffentlich lesbar, unverschlüsselt. Weil die zukünftigen Verschlüsselungsmechanismen heute bereits perfekt persistierte, also gespeicherte und nachhaltig aufrufbare Daten, und das ist ja eine Blockchain am Ende, bereitstellen. Und dann kann ich hier Social Profiling vom Feinsten machen, wenn ich mir heute einfach schon mal so die ganzen sozusagen Blockchains einmal runterziehe in einem Full Node und darauf warte, dass irgendwie in 5 bis 10 Jahren ein reifer Quantencomputer soweit ist, den kann ich vielleicht sogar virtuell noch da drauf jagen, dass der die ganzen asymmetrischen Verschlüsselungen einfach knackt und hier meine persönlichen Daten dann auszieht. Ja? Also das kommt noch mit dazu. Genau, also alles ein bisschen unschön. Johannes, du musst noch unbedingt deinen Senf dazu. Ja, ich wollte noch 2 Minuten ganz kurz was sagen, Philipp. Einen kleinen Widerspruch hätte ich noch zu dir. Du hast eben gesagt, hier so die Regulatorik auf diese europäische dann ja so Ebene, die sei schwierig, gebe ich euch vollkommen recht. Ich würde allerdings auch sagen, auch was so dann die deutsche dann Regulatorik betrifft, und zwar gar nicht spezifisch nur im Kryptobereich, sondern generell im Finanzbereich, der jetzt natürlich auch mit seiner dann Regulatorik, die er hat, im 1:1 so auf den Kryptobereich dann angewendet ist. Und wenn man jetzt mal so dann ein kleines dann Unternehmen berät, so dann irgendein Startup, 30 Beschäftigte, so wie ich das häufig mache, ja, und dann sieht, die haben dann hier Geschäftsmodelle, sagen wir mal die Registerführung für Krypto, dann Wertpapiere, wo sie nur ein Register führen auf einer Blockchain, wo nur Personen eingetragen werden oder nur wo so Daten eingetragen werden in den Register. Also die nehmen ja kein irgendwie dann Geld von der Großmutter und irgendwie spekulieren damit. Was die ja eine Regulatorik zu erfüllen haben, was die für ein Verfahren durchlaufen müssen von der BaFin, was das hier für Kosten dann hier irgendwie dann sind im Hintergrund, was da an Personal eingestellt werden muss. Ich meine, natürlich wie für einen Anwalt, wie für mich ist das irgendwie toll. Nur das muss man sich klar machen, dass das hier Geschäftsmodelle sind, von denen, ja, hier Simon, du kannst gleich was dazu sagen, von denen zumindest dann hier eine sehr kleine Gefahr ausgeht für die Anleger, ja, die nicht hochriskant sind. Und mir kann keiner sagen, dass sowas dann wie die Registerführung jetzt extrem riskant wäre,
als Geschäft, als irgendwie, so dann, wenn man das irgendeinem Kunden, so dann quasi jemandem, der ein Wertpapier begibt, anbietet, sagt, ich führe jetzt für dich das Register. Da so eine Regulatorik aufzuziehen, das ist schwierig und da geht die BaFin, aber insbesondere natürlich auch der Gesetzgeber nicht mit dann augenmaßig vor, weil er die, so die Eingangshürden für die Startups zu hoch dann setzt, um dann in Genuss dieser dann Genehmigung zu kommen. Ja, aber Simon, du arbeitest schon für eine voll regulierte Bank, deswegen wirst du da sicher so dann den Widerspruch dann anbringen können. Naja, also auch mal unabhängig meiner Beschäftigung, muss ich halt auch mal sagen, am Ende, die führen ja nicht nur ein Register über wer im Playmobil gehört, ne? Also wir reden ja hier über ein Register für Wertpapiere, ne? Und dass Wertpapiere irgendwie regulatorisch ein bisschen geschützt werden, ich glaube, das hast du ja als Bankenfachanwalt ja auch so grundsätzlich schon. Ja, aber jetzt muss ich dich gleich ganz viel unterbrechen, Simon, weil ja du darfst hier nicht den Eindruck hier so erwecken, als ob, wenn ich jetzt dann hier, wenn ich so dann die Registerführer nicht so stark reguliere, dass der ganze dann Wertpapierhandel drumherum nicht reguliert wäre. Die Anlageberatung, die Anlagevermittlung, Finanzkommission, also alles mit den Wertpapieren, das bleibt ja hier reguliert. Hier geht es wirklich nur um das Register. Ja, ich bin auch nur beim Register. Also nur um den Gedanken mal auszuführen. So, wenn der halt da Scheiße reinschreibt, dann hast du Thema mit Investorenschutz, weil du vielleicht personenbezogene Daten von Investoren ungeschützt auf einer Chain hast. Wenn der dieses Register falsch umträgt, ne, dann hast du halt irgendwie einen falschen Übertrag von einem Wertpapier. Und wenn du halt zum Beispiel, wenn der halt da einfach auch einen scheiß Smart Contract schreibt, ja, dann ist das Wertpapier halt weg. Und ich meine, wir haben ja gerade eben, wir beide auch sogar persönlich dafür gekämpft, ja, dass wir hier das Sachenrecht in eine neue Ära eigentlich bringen, ja, wo wir eben nicht das Papier brauchen, aber wir müssen ja schon dann irgendwie so auch dafür sorgen, dass diese Sache auch elektronisch geschützt ist. Das ist sie halt, diesen Schutz, ja, der Sache des Wertpapiers, das ist ja die hoheitliche Aufgabe eigentlich des Registerführers. Und da muss ich dann halt schon sagen, with all respect, das kann halt nicht jede Bumsbude. Ja, ja mal so deswegen ist die Regulierung, ja, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, total dann okay. Also ich sage ja nicht, dass man die komplett, also dann irgendwie, dass man die nicht dann regulieren die sollte. Die Frage ist nur, hier muss ich sie dann so stark regulieren. Ja, hier muss ich in einem Kryptowertpapier den Registerführer sagen, stell 10 Leute ein, die die Compliance-Funktion machen. Muss ich in einem Kryptowertpapier den Registerführer sagen, hier, ja, du musst ein Verfahren durchlaufen, was eine 500.000 kostet. Ja, hier muss ich in einem Kryptowertpapier den Registerführer sagen, dass er wie eine Bank oder fast wie eine Bank nicht zu regulieren dann ist. Ja, ist das nicht vielleicht dann ein bisschen zu viel? Ich bin voll bei dir, auch so ein Register muss richtig geführt werden. Ja, aber ob ich diese ganzen Kunden dann Schutzgesichtspunkte, also die klassische Finanzmarkt dann irgendwie Regulierung, aber dann kommen wir jetzt zu weit. Daher geht es ja häufig auch ganz häufig darum, ich berate Kunden, ja, welches Wertpapier kann man kaufen? Ist das zu riskant? Wie lange da läuft so ein Wertpapier? Wie hoch ist das verzinst? Wie hoch ist so dann die Ausfallwahrscheinlichkeit? Und das sind alles Funktionen, die ein Registerführer aber nicht wahrnimmt. Da bin ich ja vollkommen bei dir. Aber also die Registerführung ist halt trotzdem marktkritische Infrastruktur. Das machen bisher sozusagen in großer Ebene nur ganz wenige Firmen, wenn es um handelbare Wertpapiere geht, nämlich die Zentralverwahrer. Kenne ich ein bisschen besser, weil ich da 1,5 Jahre mal gearbeitet habe. Und dann auf einer geringeren Ebene im eigenen Haus machen das bisher auch teilweise Finanzinstitute, ne, Wertpapier zu registrieren. Der Punkt ist halt, ich kann sagen, da müssen die das Geschäft machen wollen, das durchlaufen. Oder ich sage als Regulator, und das ist halt schon der Job zu sagen, ich muss halt mich darum kümmern, dass das geschützt wird. Ja, und wenn jetzt 100 Startups alle irgendwie Kryptowertpapierregisterführung machen und alle irgendwie dann ich mit einem Low-Compliance-Standard da reingehe, dann wird halt mal mindestens irgendwie bei 5 auch ordentlich was schief gehen und dann sind halt Gelder weg und spätestens dann wird die Regulatorik halt angezogen. So haben wir es ja im klassischen Geschäft auch gesehen. Jetzt ziehen sie halt von Anfang an etwas mehr an, kann man für schlechter achten. Würde ich halt sagen, verändert das Geschäftsmodell einfach und die Geschäftsstruktur, so wie jede Regulatorik, der Registerführung. Ja, also ich gebe mal ein ungewöhnliches Beispiel. In Schottland darf man halt nur mit einer gewissen Größe Whisky brennen. Ja, von der Brenngröße her, von dem Brennbehälter. Weil der sonst mobil ist, ja, und dann könnte ich das auch nicht mehr sozusagen überwachen und das Ding überall hinfahren und Whisky brennen. So,
Da kann man jetzt auch sagen, ja, ist halt scheiß Regulatorik und wenn die halt die Brennblase kleiner machen, kann halt jeder Hanswurst einen Whisky brennen. Ja, aber dann ist halt vielleicht auch Mist drin und du kannst es nicht so gut überwachen. Deswegen sagen sie halt, die Brenngröße ist halt so und so, dass du es halt nicht rumschiffen kannst. Ja, und das sorgt dann halt dafür, dass sie halt die Whisky brennen, auch überwachen können, dass da kein Mist drin ist, so wie es früher war und dann halt die Leute blind geworden sind, weil es dreckiger Fusel ist. Ja, und ich will halt bei Wertpapieren keinen dreckigen Fusel. Ja, und wenn das halt 100 Startups machen, die sich alle keine Compliance Officer leisten können, dann haben sie halt ein scheiß Geschäftsmodell. Ja, also muss halt das Geschäftsmodell zur Regulatorik passen. Und der Whiskybrenner braucht halt auch seine Leute, um irgendwie einen gescheiten... Ja, also zu können. Du sagst das schon das Richtige, dass hier Geschäftsmodell muss zu so deiner Regulatorik passen. Und für ein Register brauche ich eben nur die Datensicherheit. Also ich muss halt schauen, dass die Daten dort richtig eingetragen werden. Da bin das ich ja voll nicht. Bei dir, dass ich hohe Standards habe. Der Registerführer hat auch die KYC-Pflicht zum Beispiel. Genau, ja jetzt warte, ja. Genau, bei diesen Punkten bin ich hier voll bei dir, dass ich da die hohe Regulatorik brauche. Ich brauche aber nicht die gesamte Regulatorik, wie ich sie zum Beispiel habe, wenn ich dann irgendwie Anlageberatung mache oder Anlagevermittlung mache. Ja, das ist der Punkt. Und aktuell hat jemand, der Anlageberatung machen will oder dann Anlagevermittlung machen will, die gleichen regulatorischen Hürden wie den Kryptowertpapier, den Registerführer, beziehungsweise noch ich dann weniger, weil für den Krypto- oder Wertpapierregisterführer, was ja da wichtig ist, da bin ich ja bei dir, die ganzen so dann technischen Themen dazukommen. Das Register muss gesondert dann geschützt sein, die müssen das alle halbe Jahr dann überprüfen, die IT und so, da bin ich ja vollkommen bei dir, weil es ja eine Katastrophe wäre, wenn auf einmal nicht mehr klar ist, wem das Wertpapier gehört, ja, oder Anleger. Leute, ich verstehe das Problem inzwischen überhaupt gar nicht mehr. Wir sind beide zu tief drin, deswegen würden wir sagen, machen wir das mal vielleicht für eine getrennte Folge. Ich glaube, wir sind auch von der Zeit her schon ganz gut drin. Aber war eine spannende Diskussion. Ja. Ist vielleicht auch mal ganz spannend zum Zuhören. Vielleicht auch super langweilig. Kann ja gerne die Zuhörer auch mal kommentieren, Feedback geben, ob das jetzt einfach eine super langweilige Fachidiotendiskussion war oder eigentlich ganz spannend. Ja, ohnehin sind wir dankbar für Feedback und auch für so Themenvorschläge. Also wenn ihr irgendwas mal haben wollt, was wir gerne mal hier diskutieren sollen und auch da genaue Vorstellungen habt, in welche Richtung die Diskussion gehen wollen, schreibt uns eine Mail ein von uns dreien. Man findet uns eigentlich ganz gut online.